Gefahr ist, dass ich eben so eine sogenannte Dermatitis, eine Raupendermatitis, das heißt eine Entzündung der Haut, durch den Kontakt mit diesen Härchen entwickle. Ich kann diese Härchen auch einatmen, dann habe ich Probleme, asthmaähnliche Symptome in der Lunge, kann man auch mal im Auge mal eine Entzündung entwickeln und dass man halt eine allergische Reaktion drauf entwickelt, bis hin zum allergischen Schock. Insbesondere Kinder sind hier besonders gefährdet. Mit Zuckerwasserlösung werden die Gespinste eingespritzt, dass sie die Brennhärchen verkleben und dass die Brennhärchen nicht mehr fliegen können. Und dann wird das Gespinst vorsichtig mit einem Messer oder mit der Spachtel abgelöst. Und im Anschluss werden die Laufspuren, wo die Raupen vom Gespinst so die Blätter zum Fressen gingen, abgebrannt und die restlichen einige Brennhärchen noch entfernt. Wenn man da Kontakt hat, dann sollte man unmittelbar die Stelle waschen, ja, die Brennhärchen möglichst versuchen zu entfernen, die Kleidung wechseln auf jeden Fall. Und wenn sich dann eine Kontaktdermatitis, also Rötungen und so weiter an der Haut ausbilden, dann unmittelbar den Hausarzt aufsuchen, der dann durch Salbenlinderung verschaffen kann in dem Moment.